Von welcher Wahrheit spricht er? Keine Ahnung, er hat aufgelegt. Ist vielleicht ganz gut. Wenn Matteo mir etwas zu sagen hat, wäre es besser, dass wir uns sehen und er mir dabei ganz offen in die Augen schaut. Aber ich kapier's immer noch nicht. Von welcher Wahrheit spricht er? Ich habe keine Ahnung, Luna. Das ist alles so komisch. Halt. Weißt du, was ich glaube? Bestimmt hat er sich in den Ferien in eine andere verliebt. Ja, das wird sein. Das glaube ich nicht. Nein, ich bin überzeugt davon, dass Matteo noch sehr viel für dich empfindet. Immer wenn er dich sieht, leuchten seine Augen. Oh, Nina, du hast es doch auch gehört. Es stimmt was nicht, aber er kann nicht darüber reden. Vielleicht fällt es ihm eher schwer, zu sagen, was er denkt und seine wahren Gefühle zu offenbaren. Weißt du was? Ich habe vor kurzem eine Online-Umfrage gelesen. Da hieß es, dass es Männern viel schwerer fällt, ihre Gefühle auszudrücken als Frauen. Nur 35% der Männer sind überhaupt dazu fähig. Ich weiß nicht. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Was mache ich jetzt? Ich weiß es auch nicht. Du musst mit ihm reden. Egal, was es ist, du musst die Wahrheit erfahren. Was soll das? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass deine Kamera hängt? Das wusste ich nicht. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe sie selbst gerade erst gesehen. Aber natürlich kannst du etwas dafür, Delphi. Du musst viel besser aufpassen. Ich glaube, jetzt irrst du dich aber gewaltig. Du hättest selbst besser aufpassen sollen. Ist doch völlig unwichtig, wer von uns hätte aufpassen sollen. Jetzt muss eine Lösung her. Ideen? Wie konntest du nur so etwas tun, Amber? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Von deinen fiesen Äußerungen über Jasmin. Wir haben dich gerade auf Vidia gesehen, Amber. Genau. Wie kann man nur so mit seinen Freundinnen umgehen? Jetzt verstehe ich. Ihr habt nicht kapiert, dass das nur ein Witz war. Wo ist euer Sinn für Humor geblieben, Leute? Also, ich fand das nicht lustig. Also, wie ein Witz kam mir das Ganze nicht vor. Das war ein Witz. Wir haben eben eine sehr spezielle Art, miteinander umzugehen. Wie ein Code. Wir beleidigen uns, aber natürlich meinen wir das nicht ernst. Ja, so reden wir doch immer, wenn wir uns lustig machen. Naja, immer nicht. Nur manchmal. Genau. Entschuldigt, darf ich mal? Ich würde jetzt gern sämtliche Unklarheiten beseitigen. Meine Freundinnen sind für mich das Wichtigste auf der ganzen Welt. Sie bedeuten mir alles und ich würde nie im Leben schlecht über sie reden oder über sie herziehen. Ah, fast hätte ich's vergessen. Verpasst ja nicht das Open, denn da werde ich eine fantastische Show liefern. Ich, Amber Smith, werde brillant sein. Und Jasmin auch. Und alle anderen ebenso. Amber, dir glaubt niemand. Lass das Theater. Nein, stimmt nicht. Nur ihr glaubt mir nicht. Aber das ist mir auch ziemlich egal. Meine Freundinnen wissen, was ich für sie empfinde. Und das ist das, worauf es ankommt. Oder nicht, Delphi? Ja, wollen wir gehen? Ciao, macht's gut. Ciao. Wenn du wirklich in unsere Gruppe willst, war das kein guter Anfang. Also Leute, ich bitte euch vielmals um Entschuldigung. Es gab ein Problem, deshalb bin ich zu spät gekommen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann wäre ich vor 3 Stunden hier gewesen. Das verlangt doch niemand von dir. Was wir wollen, ist Pünktlichkeit. Nicht zu früh, nicht zu spät. Ist Skaten für dich wirklich genauso wichtig wie für uns? Klar, auf jeden Fall. Skaten ist für mich genauso wichtig wie meine Musik. Ganz ehrlich, ich sag's nochmal, es gab ein Problem. Ich bin zu spät gekommen, ich weiß, ich geb's zu, aber das kommt nicht wieder vor. Ich werde mich hier genauso einbringen wie ihr. Ich schwör's euch. Okay, aber das ist echt das letzte Mal. Versprochen, wirklich. Und bring Matteo mit. Zeig uns, dass du wirklich zu dieser Gruppe gehören willst. Er weiß Bescheid, ich hab ihm gesagt, dass er kommen soll. Er hat mir auch zugesagt, keine Ahnung, warum er nicht hier ist. Ich rufe ihn noch mal an, wenn du willst. Okay, Leute, zeigen wir Ramiro, was wir gemacht haben. Okay. Och, ich danke dir so für all die schönen Dinge, die du mir sagst. Aber du musst das nicht sagen, nur damit ich mich gut fühle. Ich sag das nicht, damit du dich gut fühlst. Ach nein, wieso nicht? Na, ich sag das, weil das wirklich von Herzen kommt. Du bist ein ganz tolles Mädchen, Jasmin. Im Ernst. Und ich glaube, dass du sehr viel Potenzial hast. Das heißt also, du findest, ich bin ein Star? Ich weiß nicht, ob du ein Star bist, aber aus dir könnte einer werden, weil du nämlich eine wunderschöne Stimme hast. Du aber auch. Deine Stimme ist auch so... so wundervoll und schön. Wirklich fantastisch. Und sie ist noch schöner, wenn du so schöne Dinge zu mir sagst. Jetzt erstmal viel Glück fürs Open. Bestimmt bist du dabei und du wirst deine Sache gut machen. Gib nie, niemals deine Träume auf, hörst du? Nein, das mag ich nicht. Vor allem nicht, wenn du mich so zauberhaft anlächelst. Ich muss zur Probe. Ciao.